human body is a miraculous creation. Ever wonder how far the arm can twist? Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der brutalsten Tode in Horrorfilmen. So, 1100 men went in the war. 316 men come out, the sharks took the rest, June the 29th, 1945. In dieser Liste sehen wir uns die denkwürdigsten, verstörendsten, blutigsten und oder gewalttätigsten Tode in Horrorfilmen an. Für alle kommenden Filme gibt es eine Spoilerwarnung. Haben wir einen besonders brutalen Tod vergessen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Platz 10. Defibrillator, das Ding aus einer anderen Welt. In John Carpenters Das Ding aus einer anderen Welt terrorisiert eine mysteriöse Lebensform eine antarktische Forschungsstation. Nobody trusts anybody now. We're all very tired. Nachdem die paranoiden Besatzungsmitglieder beginnen, sich gegenseitig anzugreifen, versucht Dr. Copper, Norris wiederzubeleben, nachdem dieser aufgehört hat zu atmen. Dessen Torso öffnet sich und zerbeißt die Arme des Arztes. Sowohl die Überraschung als auch das daraus resultierende Chaos sorgen für einen der großen Jumpscares des spannungsgeladenen Films. Clear! Kurt Russells MacReady ist genauso verängstigt wie das Publikum und wird gezwungen, nach der Verwandlung einen Flammenwerfer auf den außerirdischen Wirt zu richten. Die praktischen Effekte und die Prothetik machen diese Szene zu einer der erschreckendsten Zerstückelungen überhaupt. Alles zusammen ergibt es eine Horrorsequenz, die zu den gruseligsten der 80er Jahre zählt. Platz 9. Unfall mit einer Glasscheibe. Das Omen. He will not allow the child to be born. He will kill it while it slumbers in the womb. What in God's name are you talking about? Your son, Mr. Thorne. The son of the devil. Das Omen hat sich seinen Platz in der Geschichte der Horrorfilme mit einer Reihe von unheimlichen Sequenzen wie dieser Enthauptung verdient. Nachdem sie die Herkunft des dämonischen Jungen Damien untersucht haben, stoßen sein Adoptivvater Robert und der Fotograf Keith auf eine Reihe von Hindernissen auf ihrem Weg. Die Männer trennen sich und einer von ihnen landet in der Nähe eines gefährlichen Lastwagens mit Glasscheiben. Als dieser nachgibt, bekommt Keith schließlich einen übereifrigen Haarschnitt verpasst. Die Wucht des Glases reißt ihm mit einem verrückten Unfall den Kopf ab. Diese schockierende Szene gehört zu den brutalsten Momenten des Films, auch wenn es noch andere bemerkenswerte Todesfälle gibt, darunter ein aufgespießter Priester. Platz 8. Die Puppe. Nightmare 3. Freddy Krueger lebt. Der gerissene Killer Freddy Krueger verkörpert in Philips Krankenzimmer eine Marionette, die zu normaler Größe heranwächst und das junge Opfer in seine eigene Marionette verwandelt. What's he doing? Get him! Get him! Krueger schneidet die Figur und fesselt sie in einem brutalen Moment, der sich teilweise im Off abspielt. Die Filmemacher konstruieren eine beunruhigende Vorrichtung, die die Zuschauer sicherlich bis heute in ihren Träumen verfolgt. I can't handle the nightmare. No, not after Philip. Not tonight. Während die anderen jugendlichen Patienten glauben, dass er schlafwandelt, nehmen die Dinge eine Wendung, als Freddy die Fäden durchschneidet und Philip in den Tod stürzt. In Anbetracht der Vorliebe der Serie für furchterregende Albträume ist dieser ein schmerzhafter und verstörender Höhepunkt. Platz 7. Die Tanzfläche abräumen. Ghost Ship. Bevor sich das titelgebende Gefährt dieses Films mit Geistern füllt, geschieht etwas Grausiges und Gespenstisches. You wanna hear something funnier? We just found a bunch of dead guys floating in the laundry room. Ghost Ship nimmt eine Party auf einem Ozeandampfer und fügt dem Ganzen eine Tragödie hinzu. Als sich ein starkes Kabel aus seiner Verankerung löste, schneidet es blitzschnell die Tanzfläche. Jeder Tänzer und jede Tänzerin scheint in der Zeit eingefroren zu sein, in einem abschreckenden Moment der scheinbaren Ruhe. Der darauf folgende Effekt nimmt fast alle Tänzer auf groteske Weise auseinander. Am Anfang fließt zwar nur wenig Blut, aber das Gesamtergebnis ergibt ein unvergessliches Bild. Mit dieser brutal schnellen und schonungslosen Todesszene beginnt der Film auf unglaubliche Weise. I do know one thing. I've seen strange things happen in the street. Platz 6. Augenlaseroperation. Final Destination 5. Wer eine LASIK-Augenoperation plant, sollte es vermeiden, sich diese Szene vorher anzusehen. Who's that? Relax. You know, it looks a lot worse than it really is. Die Final Destination-Reihe enthält viele denkwürdige Todesfälle, aber diese fügt dem Ganzen noch eine weitere Ebene des abgrundtiefen Terrors hinzu. Hier sitzt Olivia an Ort und Stelle fest, als die Maschine eine Fehlfunktion hat und von selbst schießt.
Da der Laser in ihr Auge schneidet, ist Olivia gezwungen, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Jeder, der Angst vor medizinischen Eingriffen hat, wird dies als besonders qualvoll empfinden, denn ihr gehen die Möglichkeiten aus. Zu allem Überfluss gerät sie durch den Schock ins Straucheln und stürzt durch das Glasfenster in einen tödlichen freien Fall. Platz 5. Körper voller Eier. Der Nebel. Beim Versuch, einem Opfer der mysteriösen Kreaturen im Nebel zu helfen, entdecken die überlebenden Stadtbewohner, dass die spinnenartigen Wesen einen Militärpolizisten in einer Art Netz gefangen haben. Listen up. We're going to the pharmacy. We're gonna bring back some supplies. Also, there may be people trapped over there and need help. Der Militärpolizist windet sich und verrät, dass er mit einer Menge dieser kleinen Teufelchen gefüllt ist. Wenn du das nächste Mal ein Krabbeltier auf dir entdeckst, wird dir der Gedanke an diese Szene wahrscheinlich noch unangenehmer sein. Später fällt der Polizist zu Boden und hunderte von Käfern krabbeln aus ihm heraus. Mit einer Reihe beängstigender Anblicke aus dem Film wird dieser Tod für Spinnenhasser in aller Welt noch wichtiger. Mike! Ah! Mike! Platz 4. Ketten. Hellraiser. Nachdem er seine Nichte Kirsty mit einem Messer in die Enge getrieben hat, bereitet sich der wiederbelebte Bösewicht Frank darauf vor, zuzuschlagen, bevor er seine groteske Strafe bekommt. Oh, no tears, please. It's a waste of good suffering. Die übernatürlichen Wesen, die als Cenobites bekannt sind, erscheinen und rächen sich an Frank, indem sie ihn in einer grausigen Vision des Körperhorrors mit mehreren Ketten fesseln. Nobody escapes us. Die interdimensionalen Kreaturen zerren schließlich an den Ketten, während Onkel Frank in alle Richtungen davonläuft. Ein Moment, der diese Geschichte von Clive Barker von den zahmeren Horrorgeschichten abhebt. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass dieser Tod und die gesamte Hellraiser-Serie nichts für schwache Nerven ist. We'll tear your soul apart. Platz 3. Telefonmast. Hereditary. I wish I could shield you from the knowledge that you did what you did. But your sister is dead! Ari Asters Hereditary definiert den Horror durch eine Reihe von unauslöschlichen Momenten neu, darunter verstörende Bilder wie der Tod durch ein Klavierdraht. Diese spezielle Szene ist jedoch durch einen verrückten Unfall noch brutaler. Als Charlie eine schwere allergische Reaktion erleidet, versucht ihr ältester Bruder Peter, sie in ärztliche Behandlung zu bringen. Gerade als Charlie ihren Kopf aus dem Autofenster streckt, weicht Peter von der Straße ab und bringt sie damit in den Weg eines Telefonmasts. Ohne sich mit den Bildern aufzuhalten, lässt der Regisseur die Situation auf sich wirken. Das heißt, bis wir einen Blick auf Charlies Kopf erhaschen, was zusammen mit den Schreien ihrer Mutter noch erschütternder macht. Platz 2. Säureinjektion. Saw 6. Diesmal enden Jigsaws verrückte Spiele mit dem Krankenversicherungsmanager William, der der Gnade einer Familie ausgeliefert ist, der er Unrecht getan hat. You're just giving me a death sentence. I mean, who's gonna cover me now? You just killed me. Sie werden ermutigt, sich zu rächen, indem sie eine Falle auslösen, um William zu töten, indem sie einen Hebel betätigen, der eine Reihe von Nadeln freisetzt, die ihm eine tödliche Dosis Säure injizieren. Angesichts der Schwere der Situation und Williams Schmerzensschreien ist das besonders verstörend. Live or die. Da die Säure ihn effektiv von innen nach außen schmilzt, ist die Tötung eine weitere ekelerregende Sequenz der langjährigen Serie. Andere denkwürdige Fallen wie das Gestell aus Saw 3 sind ebenfalls erwähnenswert. Wir sind uns ehrlich gesagt nicht sicher, was schmerzhafter ist. This device is going to start twisting. There is a chance he might live though with your help. Vor unserem Platz 1 kommen hier noch ein paar lobenswerte Erwähnungen. Spinnenangriff über dem Jenseits. Der gelähmte Martin kann sich nicht davor schützen, von Spinnen gefressen zu werden. Der Hai frisst Quint, der weiße Hai. Quint erliegt seinem aquatischen Nemesis, nachdem er in sein Maul gerutscht ist. Steve Orth, Scream. Ein so grausamer Tod, dass er im Schneiderraum abgemildert werden musste. Lucky for you, there's a bonus round. But poor Steve, I'm afraid he's out. Adrienne einfrieren, Jason 10. Flüssiger Stickstoff wird für Jason zu einer eiskalten Waffe.
Überraschungsaxt, Shining. Jack tötet Dick in einem verrückten Jumpscare. Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Platz 1. Chestburster, Alien. Der vielleicht ikonischste Tod in einem Science-Fiction-Horrorfilm ist der aus dem Originalfilm Alien. I'm eating it. What's the matter? The food ain't that bad, baby. Nachdem er von einem Facehugger angegriffen wurde, scheint das Besatzungsmitglied Kane wieder normal zu sein. Er ahnt nicht, dass es sich bei seinen Bauchschmerzen in Wirklichkeit um ein Xenomorph-Baby handelt, das kurz vor dem Ausbruch steht. Mit zeitlosen Effekten aus den 70er Jahren sorgt diese verstörende Szene bis heute für Gänsehaut. Ridley Scotts Meisterwerk nimmt kein Blatt vor den Mund, als der Außerirdische seinem Opfer auf dramatische Art und Weise entkommt. Die entsetzten Gesichtsausdrücke der Darsteller, die bei den Dreharbeiten nicht wussten, was sie erwartet, machen diese berühmte Überraschung umso wirkungsvoller. Inner head sealed. Anybody wanna say anything? Was hältst du von der Liste? Sieh dir diese weiteren Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen.